Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Panzergeneral 3D. Ja, es ist verdammt lang her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. Ich war jetzt in meinem Praxissemester. Ich wollte eigentlich zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, wollte ich eigentlich was hochladen. Da hatte ich auch schon das nächste Szenario Kessel von Falais gespielt. Nur, normalerweise überprüfe ich den Ton ja vorher immer, bevor ich das Szenario spiele. Aber da hatte ich es halt nicht gemacht, weil sich halt alles gut angehört hat vom Ton her, also nachdem ich halt mit der Aufnahme begonnen hatte. Und habe ich gedacht, okay, brauche ich nicht. Naja, und dann habe ich festgestellt am Schluss, dass mein Mikrofon auf ausgeschaltet war. Ganz toll, also umsonst aufgenommen. Deswegen, ohne Ton will ich das natürlich nicht hochladen. Deswegen gibt es jetzt nochmal Kessel von Falais, spiele ich jetzt nochmal. Das hatte mich sowieso aufgeregt in einem Szenario, weil die mir dann irgendwie einen Jäger, ich glaube das Fliegerass war es sogar, abgeschossen hatten. Und ich dann mehrmals reloaden musste, weil sie immer irgendwas Wichtiges kaputt gemacht haben. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt, da ich ja jetzt nicht mehr bei meinen Eltern in Koblenz bin, das erste Szenario mit meinem neuen Laptop. Was heißt neu? Den habe ich seit dem Sommer. Bei mir am PC geht das ja schlecht, weil die Festplatte einen kleinen Schaden hat und das, hängt das Spiel dann immer kurzzeitig und deswegen will ich das jetzt nicht gerade so. Allerdings habe ich jetzt gerade festgestellt, dass der Laptop mein Mikrofon nicht erkennt. Also ich kann jetzt zwar, ich nehme jetzt mit dem eingebauten Mikrofon auf, allerdings ist die Tonqualität da nicht besonders gut. So, ich versuche es jetzt erstmal so und was ich schon mal festgestellt habe, was schon mal gut ist, ein Vorteil ist, dass die Mischung von Ingame-Sound und Sprach-Sound recht gut ist, also wesentlich besser als auf dem PC von meinem Vater. Da war ja immer das Problem, dass der Ingame-Sound so extrem laut war und man meine Stimme dann überhaupt nicht mehr gehört hat oder andersrum, ich war extrem laut, aber also jetzt vorhin der Testlauf hat sich gut angehört, aber ich hatte vorher schon mal andere Testläufe gemacht und dann hatte ich mich die ganze Zeit gewundert, sag mal, wieso hört man denn nur meine Stimme und das Geklicke, das gibt's doch gar nicht. Also das mit dem Geklicke, darauf muss man sich jetzt natürlich gefasst machen, da ich jetzt das Mikrofon vom Laptop nehme, wird man natürlich auch meine Maus mehr hören als jetzt vorher. Aber auf jeden Fall bin ich erst recht spät drauf gekommen. Ich hatte mal jetzt im Januar, irgendwann Anfang Januar, versucht, mir eine neue Es war jetzt allerdings auch kein ernsthafter Versuch. Also ich habe eigentlich alles rauskopiert und dann von den Szenarien, also von der Kampagne, die Dateien hatte ich dann in Szenario-Ordner gesteckt und die ganzen Ursprungskampagnen hatte ich jetzt mal rausgelassen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte eine neue Installation angelegt und da hatte ich halt das den Soundordner, SMX heißt es ja, glaube ich, den hatte ich in der neuen Version dann drin. Und in der alten halt nicht mehr, wo ich halt die ganze Zeit geguckt habe. Das hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, wie gesagt, es kann sein, dass der Ton sich jetzt beschissen anhört. Wenn das so sein sollte, dann muss ich mir halt noch irgendwie was anderes überlegen. Ich denke mal, verstehen kann man nicht gut. Das dürfte nicht das Problem sein, allerdings es hört sich manchmal ein bisschen, komisch an. Also meine Stimme, ich weiß jetzt nicht, wie sich das Spiel dann anhört.
Wie gesagt, ich muss mal überlegen, ansonsten mache ich vielleicht auch mal einen Testlauf auf meinem PC, wenn es da irgendwie besser sein sollte. Also wenn das jetzt mit dem mit der hakenden Festplatte nicht so das Problem ist, dann könnte ich es da vielleicht auch mal versuchen. Ja, das ist halt alles ein bisschen blöd. Anscheinend will er das Mikrofon jetzt nicht, weil er schon ein eigenes eingebaut hat. Naja, kann man auch nicht so richtig verstehen. Wieso, weshalb, warum. Gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, während ich hier gerade noch eine Zigarette rauche. Und ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was jetzt die einzelnen Einheiten hatten. Der hatte Erstschlag, das ist gut zu wissen. Und der hatte, was hatte der nochmal? Hochentwickelte Fähigkeiten. Aha, yeah, that's so interesting. I'm just gonna listen. Eiserne Verteidigung. Ja, für den Bomber ganz gut. Das war, glaube ich, der mit, genau, der Befreier, der so wichtig war. Was hatte der hier? Sichtradius plus 1, das waren irgendwie ganz viele. Eiserne Verteidigung, what the fuck? Unverwüstlichkeit. Erstschlag, ja. Okay. Der hatte Kampfunterstützung, die 6-2. Heftige Verteidigung, okay. Gut, ich denke mal, das reicht jetzt fürs erste. Infanterie, kann ich vielleicht auch nochmal schnell nachgucken. Heftige Verteidigung, gut. Gebirgstraining, gut, das waren die. Einfluss, ja gut. Viel teureres gibt es da jetzt auch nicht mehr. Erstschlag, ich habe 3 mit Erstschlag, wow. So, dann gucken wir uns jetzt gleich mal die strategische Karte an. Jetzt, wo ich zu Ende geraucht habe, wie gesagt, ich hoffe, das passt jetzt alles vom Ton, nicht, dass ich nochmal für umsonst aufnehme. Aber ich denke mal, bei dem Spiel ist es ja wahrscheinlich sowieso die Hauptsache, dass ihr ja überhaupt was hört und der Ton ist da jetzt nicht so wichtig. So, 15 Züge Zeit haben wir. Wir gucken uns wie immer die strategische Karte zuerst an. Ja, wir befinden uns hier im Kessel von Falais. Ja, hier sind Einheiten, da sind Einheiten, da sind Einheiten, da sind Einheiten. Ja, diese 5 Hexe müssen wir einnehmen und ja, es gibt jede Menge Panzer bei den Briten und Amerikanern, die da rumstehen und Franzosen sind, glaube ich, auch ein paar dabei. Und Flugzeuge am Anfang noch nicht so viel, aber da kommt mit der Zeit immer mehr und immer mehr. Gut, jetzt überlegen wir mal. Also, hier oben stellen wir mal den Tiger hin. Zack, zack. So, also hier unten brauchen wir auf jeden Fall 2 gute Panzer. Dann stellen wir hier noch einen Panzerjäger auf. Hier vielleicht auch. Zack. Hier vielleicht noch einen und da ein. Gut, dann habe ich noch 2 Panzer. Tun wir mal einen vielleicht. Ja, wo tun wir den hin? Der ist vielleicht hier unten ganz gut für den Wald. Und hier stellen wir noch so einen hin. Dann geht es knallhart weiter. Hier auf dem Flugplatz stellen wir jetzt erstmal die Waffen-SS. Da hat er gleich doppelte Kampfunterstützung. Da kommt dann richtig Freude auf. Zack, zack. So, hier tun wir eine Artillerie hinstellen. Hier stellen wir auch eine hin. Ja,
Hier Aufklärer, da Aufklärer, da oben Aufklärer, hier ein und da ein, würde ich sagen. Gut, jetzt geht's mit der Flak weiter. Ich würde sagen, nee, das machen wir ein bisschen anders. Achso, hier ist noch eine Artillerie. Wo stellen wir die noch hin? Ja, die stellen wir vielleicht dahin. So, hier kommt eine Flak hin. Da eine. Da eine. Da und da. Gut, die Dinges, die tun wir mal in den Wald stellen. Die hatten hier Gebirgstraining. Die haben auch Gebirgstraining. Die stellen wir dahin. Die stellen wir dahin. Die können wir noch gebrauchen. Die stellen wir hier in den Wald. Die da, die da, die da, die da und die sollten wir ein bisschen in Deckung halten, weil die wenig Erfahrung haben. Gut, ja, jetzt sehen wir das ganze Ausmaß der Katastrophe. Panzer über Panzer über Panzer und ja, jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Am besten fangen wir erstmal mit der Luftwaffe an. Das ist doch mal eine gute Idee. So, hier fangen wir jetzt an. So, die Dinger sind recht. Kann man gut kaputt machen. So, das ist eine Flak, das wäre keine gute Idee. Aber hier unten, auch den könnten wir mal aufhalten. Alter Falter. Hat der den mal kurz getilgt? Geil. Gut, das heißt, jetzt geht's weiter. Zum Beispiel mit dem hier. Ja, es sind so viele, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, ehrlich gesagt. Gut, aber machen wir mal hier weiter. Zack. So, sehr schön. Das ist natürlich immer sehr nett, wenn man den ersten Schuss hat. Das kommt einem natürlich immer stark entgegen. Jetzt müssen wir mal überlegen, auf wen gehen wir noch drauf? Hier auf den Challenger vielleicht. 7 gegen Flugzeuge. Ach komm, machen wir mal. Hat jetzt nicht allzu viel gebracht, aber ein bisschen ist ja auch schon mal was. So, jetzt noch alles mit. Hier haben wir noch so ein Dingesbomber. Der hält mal. Wo hält der mal drauf? Vielleicht hier auf die Artillerie. Oh, da kommt einer an. Das ist keine gute. Oh. Und da sollte der hin. Ja. Stimmt, ich wusste doch, irgendwo war noch einer, aber egal. Das wäre jetzt auch etwas dumm.
Zack und zack. Dann haben wir noch drei weitere Jäger. Einer hält mal da drauf. Und der ist so freundlich und schützt die hier. So, und das Fliegerass behalte ich jetzt erstmal in der Hinterhand. Damit haben wir jetzt schon mal den ersten Schritt erledigt. Und zwar so, jetzt haben wir schon mal die ersten paar erledigt. Das geht natürlich nicht, wegen der scheiß Artillerie, das ist blöd. Der kommt nur dahin. Zack. So. Gut, das sieht ja jetzt schon mal einigermaßen aus. Gut, ich muss mich irgendwie um die Artillerie erstmal kümmern, bevor ich hier weitermachen kann. Sehe ich schon. Anders. Na gut, dann machen wir es doch anders. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Moment. Kampfunterstützung. Ja, was machen wir sonst noch? Den kommen wir mal ein Stück zurück lieber.
So, ja, ich denke mal, so können wir das jetzt mal versuchen, was dabei rauskommt. Gut, das heißt, jetzt haben wir noch diesen 13er Firefly. Das ist übrigens, verrate ich euch schon mal, der hat 99% Wahrscheinlichkeit auf eine Anführereigenschaft. Also der wird jetzt auf jeden Fall eine bekommen. Aber ansonsten war es das soweit. Können noch mal gucken, haben wir irgendwo irgendwas, was fast kaputt ist, das hier zum Beispiel. Geht leider nicht. Aber sind jetzt schon mal alle so weit geschwächt, den kann ich leider nicht angreifen. Egal, so, der fährt da in die Frontlücke rein zur Sicherheit. Gut, das können sie gerne machen. Ja, also das könnt ihr jetzt aber echt mal vergessen. Ja, also gut, versucht wird es zumindest nochmal, die irgendwie zu schützen. So, ja, wie könnten wir das machen? Vielleicht einfach so. Ja. Viele Möglichkeiten haben wir ja sowieso nicht mehr, um da jetzt irgendwas noch großartig zu schützen. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir das jetzt einfach so. So, jetzt kommt gleich die spannende Frage.
Gut, ja, sie scheinen es überlebt zu haben. Es sei denn, die zaubern jetzt noch irgendwo eine Einheit aus dem Stegreif, sozusagen. Die hätte es zum Beispiel sein können. Gut, dann gucken wir mal, wo befinden sich denn hier feindliche Flugzeuge? Also der kann schon mal von dem hier einen drüber kriegen. Das ist schon mal sehr nett. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als allererstes auf Flugzeugjagd. War jetzt ein bisschen dumm von mir, egal. So, der ist damit auch Geschichte und jetzt gucken wir mal noch, was wir hier gegen den hier reißen. Sieht nicht so gut aus, aber vielleicht zum endgültigen Tilgen eine Idee. Neunundsiebzig hat er jetzt als Stärke, als Erfahrung. Der kommt da leider nicht hin, das ist schade. Aber hier haben wir noch einen, der hält da jetzt mal drauf. Bräuchte ich mal einen Aufklärer nochmal. Gut, also die Flak scheint sich da verkrümelt zu haben. Dann gehen wir mal hier auf den Challenger los. So, das sieht doch schon mal ganz gut jetzt aus. Merkt man, dass die nicht so ganz stark sind, diese T-34 und 4H.
Okay. Das wäre ein bisschen wahnsinnig. Das gefällt mir jetzt nicht so richtig, aber egal. So, hier hatten sie doch irgendwelche verbrochen. Gucken, ob wir die noch einholen. Nein, leider nicht. Gut, das heißt, das muss dann jetzt erstmal so bleiben, wie es ist. Aber jetzt können wir hier dafür ein bisschen denen auf die Nerven gehen. So, das sieht doch jetzt schon mal etwas besser aus. Jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes? Gehe ich der Adlerin noch ein bisschen auf die Nerven. Aber alles in allem sieht das doch schon ganz gut jetzt aus. Da oben bin ich jetzt lieber ein bisschen vorsichtiger, weil ich weiß jetzt nicht genau, wo die alle hin verschwunden sind. Da bin ich dann doch lieber etwas vorsichtiger. Gut, aber alles in allem kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass das richtig gefetzt hat jetzt. Und schauen wir mal, die habe ich jetzt total übersehen, egal. Okay, jetzt wollen sie das Nashorn kaputt machen, ist mir relativ schnuppe. Ist ja nur eine Hilfseinheit. So, ja, zum Glück ist der hier nicht auf dumme Gedanken gekommen. Der hätte jetzt nämlich noch mal ordentlich was kaputt machen können. So, das heißt, jetzt gucken wir erstmal hier weiter. Und dann müssen wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen mit dem Bomber nachhelfen.
So, damit ist der Teil schon mal unseres. Nicht so nett, deswegen auch immer haben die, nee, die haben Munitionsbeschränkung. Ich dachte jetzt schon, die hätten Kampfunterstützung, dass das deswegen ist, aber anscheinend, weil die Adlerie so mächtig ist, natürlich schlecht. Aber alles in allem sieht das doch schon mal ganz gut aus. Da oben sind jetzt zwei Flugzeuge aufgetaucht. Da wollen wir uns mal kümmern. 5 zu 3, das ist keine gute Idee. Dann nehmen wir den doch hier dafür. Es bleibt schwierig. So, dann halt du. Tschüss. Und hier eins, das ist auch suboptimal. Versuche ich mal was. Das funktioniert auch noch. Wahnsinn. Ja, das heißt, hier haben wir jetzt auch schon ganz gut aufgeräumt. Jetzt kümmern wir uns mal hier um den Süden. Das Ding ist leer. Gut. So, also diesen Firefly, den möchte ich doch schon gerne vorher noch kaputt machen. Der bringt mich sonst nur in Schwulitäten. So, das hätten wir auch geregelt. Und jetzt können wir den hier noch kaputt machen. Ja, alles in allem kann man sagen, sind wir schon recht weit fortgeschritten.
Also im Süden ist jetzt eigentlich gar nichts mehr. Südosten auch kaum noch was. Westen auch. Ist hier nur im Norden, wo der Feind noch etwas ja, heftiger zuschlägt. Habe ich eigentlich noch einen Jäger zufälligerweise? Nein. Die Flugzeuge fliege ich jetzt sicherheitshalber mal auf dem Flugplatz. Die dann wohl auch. Das heißt, hier hätte ich noch einen Jäger, aber der kommt da im Westen leider nicht hin. Das heißt, ja. Aber Moment, wir machen jetzt mal was anderes. Gut, die restlichen Flugzeuge kann ich ja jetzt mal zum Aufladen schicken, obwohl ich gerne mal das Blumenfeld noch kaputt gemacht hätte, aber das ist mir jetzt doch zu gefährlich, weil jede Runde tauchen neue Flugzeuge auf und dann habe ich da mal schnell einen Bomber weniger. Das möchte ich natürlich nicht. So, das lassen wir auch mal lieber sein. Wie viel hat der denn jetzt eigentlich? Oh, der hat jetzt seinen vierten Erfahrungsbalken gekriegt, sehr schön. So, ja, da sind Verstärkungen aufgetaucht. Dann wollen wir die mal begrüßen. Zack. Und da ist auch noch einer aufgetaucht. Zack. Das war so richtig tragisch für den Feind. Gucken wir mal, was jetzt das Ding dagegen sagt. Oh, 99, sehr schön. Das machen wir jetzt einfach mal. Zack, das Ding ist damit auch hier. Und dann holen wir uns jetzt einfach einen Bomber. Wenn wir einen finden würden. Den hier zum Beispiel. Kommt der da hin? Sehr schön. So, ja, was gibt es sonst noch zu tun? Da oben ist auch noch ja, eine Artillerie, die ich bekämpfen sollte. Das Ding ist leer, das sollte zum Flugplatz zurück. Auf dem schnellsten Wege. So.
So, ja, wie sieht's jetzt hier im Südosten aus? Ein Panzerwerfer, der wirft mit Panzern, ne? Damit kann er sicherlich viel Schaden anrichten. Gut, lassen wir den Unsinn mal und also da bitte schon. So, ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Der geht auch noch mal zum Flugplatz zurück. Der hat noch 4 Schuss. Der, was macht der? Der tut den mal stecken. Und der hält vielleicht mal auch den 7er da drauf. Der kann sogar noch mal schießen, das ist ja sehr schön. Dann macht er das direkt auch mal. Der ist leer, gut. Also zurück zum Flugplatz. Und ja, was machen die beiden? Die Artillerie will nicht, dass die Schaden erleiden, weil wie gesagt, wenn da noch die restlichen Jäger kommen, dann sind die schnell mal Geschichte. Also meine eigenen Jäger, wenn die schon vorher Schaden genommen haben. So, der dürfte sich jetzt gerade selber, ja, genau selber ins Jenseits befördert haben. So, jetzt kommt hier wieder Flugzeuge angefahren. Sehr schön. Und die parken sich auch noch direkt neben meine Flaks. Das ist ja richtig nett. So, und da kommen jetzt doch einiges an Flugzeugen an. So, aber das ist natürlich nett, weil wir den ja, Aufklärungsbomber dafür missbrauchen können. So, und jetzt will ich noch was anderes missbrauchen. Was sind die denn hin? Sag mal, hier waren da noch ganz viele Flugzeuge. Da ist einer. War es wohl schon. Kommt leider keiner dahin. Ich könnte nur den Zweier abschießen. Mache ich jetzt vielleicht auch mal. So, und das heißt, dann kümmern wir uns um den Rest vom Schützenfest. Und 3 zu 4 ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. Konzentriere mich jetzt natürlich erstmal auf die Jäger, weil die Bomber, gut, die können ja natürlich schon ein bisschen Schaden anrichten, aber alles in allem ist das doch eher harmlos. Was haben wir denn sonst noch? Hier oben haben wir noch 2 Jäger. Ich fürchte, ah doch, die kommen noch vorhin. Sehr schön.
haben wir denn den einen? Ah, da ist der Arsch. Da ist der. Der Thunderbolt. So, der hat jetzt seinen ersten Überstärkebalken. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den Thunderbolt ärgern gehen. Da oben war auch noch ein Jäger. War jetzt natürlich auch schlau, wäre natürlich wesentlich klüger gewesen, wenn ich andersrum angegriffen hätte. Aber egal, so mal, dass wir den Vierer hier noch tilgen. Gut, das Einzige, was ich jetzt noch sehe, sind noch zwei Bomber und das war's dann. So, ja, riskiere ich das jetzt? Ich glaube, ich riskiere es jetzt. Hat nicht allzu viel gebracht, dass ich es riskiert habe. Aber gut. Direkt ranfahren, das ist besser. So, aber die sind auf jeden Fall jetzt schon mal gut geschwächt. Das Ding ist leer. Das Ding ist auch leer, so, aber hier haben wir noch zwei weiche Ziele. So, was machen wir mit dem? Ah, der ist da weggefahren. Das war natürlich töricht für den Feind. So, zack. Achso, der hatte ja schon, genau. Das heißt, das machen wir jetzt. Zack. So, ja, 4 zu 6, das ist natürlich schon etwas zu krass als Ergebnis. Das lassen wir natürlich wieder sein. So, ja, was
was haben wir denn sonst noch im Angebot? Ich glaube, das war's für diesen Zug erstmal wieder. Oh Gott, wir sind schon 56 Minuten dran. Also, das ist wirklich ganz schön heftig. Ja, ich wollte eigentlich auch noch was über mein Praktikum erzählen, aber irgendwie ist die Konzentration dann doch so gefordert, dass ich gar nicht dazu komme, hier großartig noch irgendwelche anderen Sachen zu erzählen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was jetzt noch so passiert in der nächsten Runde. Das könnt ihr meinetwegen machen, Wachstumsrunde fahren ohne Ende. Das ist jetzt weniger nett. Also einen dürfte mir kaputt machen, aber nicht zwei hier. Also so haben wir nicht gewettet. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht verhindern können. Doch, ich kann es verhindern, indem ich einfach hier den da drauf parke. Kann natürlich sein, dass sie sich dann anderen aussuchen, aber damit muss ich dann halt leben. Aber das ist natürlich derjenige, der am gefährdetsten ist. Gut, ja, ich würde sagen, jetzt haben wir ja das Ding gleichzeitig auch gerettet. Jetzt gucken wir uns erstmal an, dass wir hier die beiden abgeschossen kriegen. Er wehrt sich verzweifelt, aber ich denke mal, jetzt wird er keine Chance mehr haben gleich. Wo gibt's das denn? Also der ist jetzt echt hartnäckig. Habe ich da zweimal die gleichen? Tatsächlich, 190. Ah ne, das ist 190 A2. Sah so gleich aus. So, und das heißt auch in Deutsch, dass ich jetzt doch mal ein bisschen in die Schmuckschatulle greifen werde, um die angeschlagenen Einheiten aufzupäppeln. Okay. Wieso kommt der da eigentlich nicht hin? Was ist das denn für eine Quatsch? Gut, da kommt keiner hin. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Dann dauert es halt noch eine Runde länger. Die ganz guten Bomber sind jetzt leider hier im Norden. Lege ich einen jetzt mal runter. Ja.
gibt's nicht. Ist der leer? Ach, ich weiß es nicht. So. Aber jetzt haben sie verloren. Der ist leer, den sollte ich jetzt also stehen lassen. Der ist aber ganz schön hartnäckig hier. Also das muss ich wirklich mal sagen. Es sind einige ganz schön hartnäckig. So, aber alles in allem sieht das doch schon mal ganz gut jetzt aus. Der kann schon mal im Osten gucken gehen, was der abgeht und... Ja, was haben wir sonst noch? Der bleibt mal da am besten stehen. So, der ist leer, der kann zum Flugplatz zurückfliegen. Und dann hält der mal da drauf. Zack. Und was macht der? Der hält einfach mal da drauf. Auch wenn er da keinen großen Schaden anrichten kann. Aber schon mal ein bisschen vorweichen ist immer gut. So, genau, der war leer. Den kann ich an die Front ranziehen. Sechs Züge noch, das müsste ja reichen. Also jetzt sind sie echt ein bisschen nervig geworden mit ihren Angriffen aushalten. So, der hat noch zwei Schuss, dann werden wir den jetzt schon mal besuchen gehen hier. Und der kümmert sich einfach um den hier. Das Ding ist leer, das war zu erwarten. Das ist jetzt auch leer. Ja, gibt's das denn? Einfach mal kurz nach oben gefahren und überrollt und jetzt geht der Spaß weiter. Der kommt da nicht hin. Ach ja, ich liebe es. So.
Das musste jetzt raus. Das Ding ist leer, ich fasse es nicht. So, und jetzt geht's weiter. Der hat keinen Schuss mehr, schade. Der war auch leer. Dann nehmen wir mal den hier, der hält dann auch die Nummer drauf. Aber alles in allem kann man jetzt schon mal sagen, sieht das doch ziemlich gut aus. Aha, hier hat sich ein Cromwell hin verirrt. Interessant. So, der hat noch zwei und der einen Schuss. Das heißt, die fliege ich auch schon mal nach Süden. Müsste aber eigentlich noch klappen. Einzige, was mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist hier im Nordwesten das Kaff, ob ich das noch rechtzeitig kriege, aber müsste ich ja eigentlich schon. Ich meine, die haben ja jetzt auch noch vier. Jetzt nur noch drei. So, also hier im Nordwesten ist jetzt auch endgültig Ruhe. Ja, also man muss sagen, es ist sicherlich kein leichtes Szenario im Kessel von Falais. Aber es ist jetzt auch nicht super schwierig. Ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad her mittel etwa. Das Hauptproblem ist natürlich, so jetzt ist hier auch Ruhe, sehr schön. Das Hauptproblem ist natürlich die vielen Panzer, und wenn man in der ersten Runde nicht genug kaputt kriegt, dann kann es halt auch durchaus sein oder ist sogar recht wahrscheinlich, dass die Panzer dann hinter die feindlichen Linien kommen und einiges kaputt machen. Deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass man genügend Einheiten zur Verfügung hat, die dann halt, die dann halt mitkämpfen können, dass man halt möglichst viel kaputt kriegt. Und ja, so wie es jetzt aussieht, wird es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis ich das Szenario ausmachen kann. Also ich denke mal, dass ich das glorreich gewinne, da habe ich jetzt keine Zweifel gerade dran. Vier Züge, das müsste auf jeden Fall noch gehen. Okay. Auch die Dinge tun sie sich jetzt schon ein bisschen draufstürzen. So, das war jetzt nicht nett.
kommt die scheiß Flak noch hin. So, haben wir sonst noch irgendwo gute Bomber? Ja, hier ist einer, so, der geht den dann besuchen. Und der geht die Pack besuchen. Der greift das an und der, falls er noch Musik, wollte ich schon sagen, Munition haben sollte, die Infanterie. So, das haben wir jetzt erledigt und jetzt sind es nur noch die letzten zwei Einheiten. Die werden uns jetzt keinen großen Kummer mehr bereiten, schätze ich. Die lasse ich dann leben, damit ich halt eine Einheit habe, die ich habe leben lassen. So, zack. Das geht nicht. Das auch nicht. Dann überrollen wir das Ding geschwind. Der fährt da rein. Und der fährt da rein. Und dann haben wir einen glorreichen Sieg der Achsenmächte. Sehr gut. Die alliierten Truppen werden es sich überlegen, ob sie nochmal eine deutsche Armee angreifen wollen. Market Garden, die Alliierten machen ernst. Wir haben nicht nur Paris verloren, es ist ihnen auch gelungen, mit Fallschirmjägern die niederländische Stadt Arnheim einzunehmen. Sie wollen die Rheinbrücken erobern. Ihre Aufgabe ist es, die Brücken zu verteidigen, Arnheim und die Gegend zu säubern und zurückzuerobern. Sie nennen ihren Angriff Market Garden. Sorgen Sie dafür, dass daraus ein Death Garden wird. Naja, oh, eine Artillerie habe ich geschenkt bekommen. Und jetzt gucken wir mal. 1007 Prestige. Yeah. Ah, hier und ah, shit. So, jetzt muss ich mich erstmal kurz richtig hinsetzen. 75 Minuten geht jetzt der Part schon wieder. Ach du Herrjemini. Ja. So. Also hier gibt's nichts Neues. Gibt's ein 4J eigentlich schon? Nein, gibt's noch nicht. Gut. Hier, das Ding hat leider nur 4. Das ist ein bisschen langsam. Ansonsten wäre es ja eine gute Idee. Stuck 3 Dingsbums. Oder so eine Grille. Oh ne, die Verteidigung ist zu behindert. Das lasse ich also auch so. Artillerie gibt es, glaube ich, sowieso nichts Neues. Gucken wir mal schnell. Mm-mm. 234,2 haben wir auch schon. Da gibt es also auch nichts Neues. Ja, dann geht es hier weiter. Zack.
576. Hier. Dann gibt es einen neuen Jäger. Ist die Frage, welcher ist der schlechteste? Ich glaube, der A2 ist der schlechteste. Dann machen wir, das geht gar nicht mehr, das ist schlecht. Ja, ich würde mal sagen, dann verkaufen wir jetzt doch die Deutschland-Class. Tue es zwar nur ungerne, aber das muss jetzt einfach sein. Also die A2 hatten wir gesagt, genau. Ach, ich wollte aufrüsten, nicht was anderes. Zack. Den Rest, denke ich mal, können wir so lassen. Da machen wir jetzt einen Sturmvogel draus. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir noch einen V2 kaufe. Da müsste ich jetzt noch ein weiteres Kriegsschiff verkaufen. Ja, mache ich jetzt einfach. V2 ist immer gut. Oder ich warte mal. Ich tue irgendwas umrüsten. Vielleicht in eine V2. Vielleicht das Ding hier umrüsten. Oder das. Ne, das gibt noch Dinges Feuer. Dann machen wir doch lieber das. 2428. Ja, das geht dann genau hin. Sehr schön. Und jetzt können wir nochmal gucken. 14, 10, 14, 11, 11, 13, 14, 13, 10, 13, 15, 11. Ja. Also einige Einheiten haben doch noch ein bisschen an Überstärke behalten. Das ist schon mal gut. Ja, und so sieht es übrigens aus. 4 Siege, 26 glorreiche Siege. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt mal nur einen Sieg geschafft habe. Ich glaube, Kreta war eins. Kreta, Dünkirchen, Stalingrad und ja, whatever. Keine Ahnung, was das letzte war. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Da muss ich mir nochmal die ganze Kampagne angucken, das ganze Let's Play. Das habe ich ja sowieso vor, wenn ich fertig bin, weil ich dann anhand der Erfahrungswerte, wie ich mich in den Szenarien geschlagen habe, entscheiden werde, ob ich jetzt noch was an dem Szenario verändere, an der Schwierigkeitsgrad, an der Rundenzahl, neue Einheiten dazu. Für neue Hilfstruppen für einen oder neue Truppen für den Gegner, weniger Truppen für den Gegner, weniger Hilfstruppen. Ja, das sehe ich dann ja alles, habe ich dann ja wirklich alles direkt vor den Augen, wenn ich mir das nochmal angucke. Ja, nochmal kurz zum Abschluss. Geht der ja jetzt schon ja, fast 80 Minuten oder schon über 80 Minuten der Part. Zum Abschluss ein kleines Wort zum nächsten Szenario, Market Garden. Vom Schwierigkeitsgrad her eher ein ja, einfacheres Szenario, was jetzt aber nicht heißen soll, dass es total einfach ist. Das Problem ist so ein bisschen, dass man ja, immer nur so kleckerweise aufstellen kann und das führt dann häufig dazu, dass einem die Einheiten fehlen, um ja, die Gegner dann wirklich entscheidend zu vernichten. Und wenn es jetzt so ist, wie jetzt in dem Szenario hier wie bei Kessel von Falais, dass sich dann häufig Einheiten mit irgendwie zwei oder drei zurückziehen oder so. Und das ist einfach schlecht, wenn man da nicht richtig nachsetzen kann. Aber das werden wir ja sehen. Ich denke mal, wir haben jetzt auf jeden Fall eine sehr gute Truppe. Ich hätte vielleicht noch gerne den einen oder anderen Überstärkepunkt vergeben. Mache ich vielleicht jetzt auch noch schnell. Ich hau jetzt nochmal genau hier auf 14 raus. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich hier, wo ich noch irgendwie Überstärke vergeben kann? Da nicht.
Ja, mit 13 scheine ich nirgendwo mehr hier Überstärke machen zu können. Also schade. Gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es das mit diesem Let's Play-Part. Ich hoffe, der Ton passt. Ich war ja sowieso recht ruhig während des Szenarios, weil ich mich einfach konzentrieren musste. Das ist einfach nicht so ganz einfach, gleichzeitig zu reden und sich darauf zu konzentrieren. Bei Grandia ist das etwas einfacher. Da kann man einfach ja drauf losspielen. Da sind die Gefahren jetzt nicht so groß. Klar kann man da in den Hinterhalt geraten, aber oder vielleicht mal irgendwas übersehen oder so. Aber das ist ja jetzt nicht so tragisch, wie wenn man jetzt eine Kerneinheit verliert. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, da immer 100.000 Reloads zu machen. Ich habe übrigens auch einen Kommentar gekriegt, ja, dass mein Let's Play wenig überzeugend sei, weil ja, ich nicht wüsste, was Dinges ist, was Initiative ist. Also was es grob bewirkt, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass ich mal das Handbuch über Panzergeneral gelesen habe. Das ist schon Jahre her. Und Panzergeneral ist jetzt momentan auch nicht so das Spiel, was ich jetzt privat in meiner Freizeit, also außerhalb des Let's Plays, noch so zocke. Das sind eher mehr andere Spiele. Das war früher mal etwas anders gewesen. Früher habe ich noch etwas mehr Panzergeneral gespielt. Ich hatte jetzt auch, wo ich in Ulm war, eigentlich ja vielleicht an zwei Abenden mal irgendwie eine Partie Panzergeneral gespielt irgendwie. Und jetzt noch nicht mal irgendwie eine Kampagne, sondern irgendein Szenario oder sowas hatte ich dann, glaube ich, gespielt an zwei Abenden. Also wirklich sehr, sehr selten, dass ich Panzergeneral inzwischen spiele. Und ja, was war das andere gewesen? Ja, genau, mit den Reloads. Ja, ich meine, das ist halt, es ist halt so, bei anderen Kampagnen ist es ja meistens so, dass man viele Hilfstruppen hat. Bei vielen Hilfstruppen braucht man auch nicht so viele Reloads, weil da kann man auch mal irgendwie Hilfstruppen nach vorne an die Front stellen und die dann sozusagen opfern. Hier ist es ja einfach so, dass, ja, sage ich mal, 95% der Einheiten, mit denen man kämpft, sind die eigenen. Und wenn die eigenen verloren gehen, das ist einfach schwierig. Und bevor ich dann irgendwann in der Situation bin, dass ich, nicht mehr weiterkomme, das Let's Play nicht beenden kann, weil ich zu wenig Einheiten habe, reloade ich dann lieber. Und dabei muss man natürlich auch sagen, dass es ist natürlich klar, es ist meine eigene Kampagne, aber ich habe die Kampagne jetzt in den letzten Jahren auch schon so oft ja, modifiziert, geändert, Einheiten in Szenarien hinzugefügt, rausgelöscht und so weiter und so fort. Also so hundertprozentig wissen, wo jetzt welche Einheit steht, tue ich jetzt auch nicht in jedem Szenario. Und dazu kommt natürlich auch noch, gerade bei den gepanzerten Einheiten, dass die KI, die ja gerne durch die Gegend fährt und die dann ja sozusagen immer mal wieder an überraschenden Abschnitten auftauchen können. Aber wie gesagt, wem es nicht gefällt, der braucht es sich ja nicht anzugucken. Wem es gefällt, für die mache ich das gerne, das Let's Play. Wenn ich hier fertig bin mit dem Let's Play, werde ich, wie, das hatte ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Part gesagt gehabt, sind es schon gleich sechs.